So, und da wären wir wieder bei unseren beliebten Uhrwerkhallen, die wir doch alle so super gern haben. Aber, hey, Steinköpf. Ah, okay. So weit habe ich noch gar nicht geschaut letztes Mal. Besser gesagt, ich bin jetzt das erste Mal. Auch, ich habe jetzt das Rätsel übrigens offscreen gemacht. Das machen wir gleich. Aber ich war jetzt noch gar nicht in der dritten Personenperspektive. Also, ich habe das Rätsel noch nicht gemacht. Ich habe es jetzt offscreen gelöst, aber ich habe jetzt wieder geladen. Aber auf jeden Fall, ich war noch nicht in der dritten Personenperspektive, deswegen habe ich das gar nicht gesehen. Aber man sieht schon, worauf das hinausläuft. Immer dort, wo die Köpfe hingucken, gibt es dieses komische Gebritzel. Und so muss man dann halt durchlaufen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man da durchläuft. Ich weiß es zumindest nicht mehr. Ich glaube, wir werden es herausfinden. Bestimmt. Und ich merke, dass es dann doch ziemlich unschön ist, dann mit allen Leuten durchzukommen. Naja. Also, was dieses Rätsel angeht, ich habe das, wie gesagt, offscreen auf Blatt Papier gemacht. Und wir werden das jetzt mal gemeinsam angehen mit der Lösung, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe den Zettel jetzt vor mir. Also, wie ich das gemacht habe, falls es meine Leute interessiert. Ich habe das halt so abgezeichnet, wie es hier ist. Mir wurde auch empfohlen, dass ich das jetzt noch einblende, aber wie gesagt, es ist ein ganz kleiner Notizzettel, also es ist wirklich so ein ganz kleines Ding, was man sich so irgendwie immer so an die Wand klemmt zum Beispiel. Und ich glaube, darum würdet ihr sehr wenig erkennen, vor allem, weil da sehr viel gekrakelt ist. Aber was ich zuerst gemacht habe, war, dass ich mir so das Ding hier abgezeichnet habe. Und dann habe ich den Dinger diesen Stein eine Nummer gegeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also jetzt mal bei Beispiel bei dem hier. Bei dem habe ich es gleich gemacht, nur eben. Das ist sogar das Ding, was ich während der Aufnahme aufgezeichnet habe. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das als runde Kreise gemacht. Zuerst habe ich es gemacht, dass ich mit den Zahlen, also ich habe jetzt ja aufgeschrieben, welche Zahlen welche Dinge aktivieren. Und dann habe ich es zuerst so gemacht, dass ich das mit Fingern abgedeckt habe, welche Fackeln gerade aktiv sind. Und dann ist es aber schnell dazu gekommen, dass ich mir halb die Finger verknotet habe. Dann habe ich es so gemacht, dass ich irgendwas draufgelegt habe. Ich hatte da gerade Schrauben da. Da habe ich kleine Schrauben draufgelegt für die Fackeln, die an sind. Und habe sie wieder weggenommen, wenn sie deaktiviert wurden. Und so kann man gut herumtüfteln mit den ganzen Zahlen. Und irgendwann kommt man dann auf die Kombination. Ich glaube, ich habe nicht länger als 5 Minuten gebraucht pro Rätsel. Also es ging dann eigentlich ganz gut. Ich glaube, es ging sogar schneller. 5 Minuten war, glaube ich, sogar für beides. Also gut, was habe ich denn hier gemacht? Moment, wo steht's auf meinem Zettel? Da, alles klar. Die ersten beiden sind ausgeblieben. Zumindest habe ich dann ein bisschen rumprobiert, hab mir den aber nicht sehr viel erreicht. Aber mit dem dritten hier. Also, ihr habt ja gesehen, welche Fackeln angehen, wenn man die Dinger macht. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Ich gehe mit euch jetzt mal die Lösung durch. Wir machen den dritten Mann hier an. Dann gehen diese drei da oben an. Das wissen wir noch vom letzten Mal. Dann machen wir den vierten Mann hier an. Dann löschen sich sogar schon ein paar gegenseitig. Besser gesagt, ja, die löscht sich. Dafür geht die da unten an. Was habe ich dann noch? Was steht auf meinem Zettel? Genau, das war der hier. Der hier war wieder aus. Dann hat sich das nämlich so überschneidet, dass genau 1, 2, 3, 4. Diese 4 übrig bleiben. Und wir können uns erinnern, dass es einen Mann hier gab, der die so aktiviert hat, dass die genau im. Ja, stimmt, im gegengesetzten Uhrzeigersinn. Ah, nee, das war nicht der. Der erste war das, der das hin zu den Säulen im gegengesetzten Ur im Uhrzeigersinn gemacht. Im Gegengesetzten, natürlich im Gegengesetzten, so ist im Gegengesetzten. Der war das nicht. Es war. Welcher war das nochmal? Da, der war das, der letzte. Stimmt. Jetzt noch den letzten berühren. Und jetzt müssten sie. Ja, jetzt leuchten sie alle. Da waren nämlich bei den Vieren, aber die waren. Diese vier, das weiß ich auch noch beim Aufzeichnen, die waren ein bisschen wirr. Die waren jetzt nicht direkt im Uhrzeigersinn und auch nicht dagegen. Die waren ein bisschen unterschiedlich. Ja, wie gesagt. Wenn man so ein bisschen zum Rumexperimentieren hat, braucht man eben ein paar Minuten dafür mit Hin- und Hergeschiebe, aber irgendwann hat man dann einfach mal alle seine Schrauben, in meinem Fall, auf dem Platz. Und dann muss man nochmal nachvollziehen, fuck, was habe ich denn jetzt nochmal ganz genau gemacht für Zahlen? Und irgendwann kommt man dann dahinter. So, mit hier rumprobieren könnte es bestimmt auch klappen. Wie gesagt, als ich irgendwann mal die Schnauze voll hatte, habe ich dann halt auch mal, damals beim ersten Mal, einfach irgendwas angeklickt und es hat funktioniert irgendwann. Dann konnte ich zwar nicht nachvollziehen, wie es war, und ich hätte es kein zweites Mal machen können, aber es hat funktioniert. Aber schön. 8 Riegel. Jetzt kann sie geöffnet werden. Was haben wir drin? Weh, was? Nichts Gescheites. Luft. Also, ich habe nicht reingeschaut. Ich habe bloß so lange gemacht, bis alle Fackeln geleuchtet haben. Luftmünze Kämpferin.
Spiegelbild und die HD-Kopuppe des Mentors. Da haben wir jetzt ganz schön was zusammen. Okay, das war dieses. Das Rätsel rechts war ein Stück leichter, wie gesagt. Da gab es weniger Fackeln. Zumindest war ich da ein bisschen schneller fertig. Ich weiß nicht, ob es leichter oder schwerer ist, aber ich hatte weniger Probleme damit. Da war es so, wo habe ich denn mein Zettelchen da? Da war es das erste. Den wir hier berühren. Genau, dann brennen die hier. Die zwei habe ich auch ein bisschen mit rumprobiert, aber mit denen habe ich irgendwie nicht sehr viel erreichen können. Das letzte. Okay. Dann da unten. Ich glaube, der war eine Niete, oder? Moment. Ja, genau, der war eine Niete. Der hier. Und ich glaube, der daneben gleich. Das war der daneben. Gucke jetzt mal nicht drauf. Ich vertraue einfach mal auf mein Gedächtnis. Ja, hey. Also für die Leute, die es nochmal. Moment, wo habe ich meine Aufzeichnung gehabt? Da. Für die Leute, die es dann nachmachen wollen und sich nicht lange rumärgern wollen. Die zwei rechts oben. Und der, der. Und auf der Seite die zwei äußeren oben und die zwei inneren unten. Alles klar. Sechs Riegel. Sechs Marsriegel. Die Schütze Ulme. Mana-Schild. Okay, aber wir haben einen neuen Helden bekommen. Das ist eine tolle Sache. Wen wollen wir denn dafür aufgeben? Wir haben doch. Oh, was haben wir denn überhaupt? 32er. Ja, dafür könnte er eigentlich die 32er Kämpferin weg. Oder ich mache Glamrik weg. Der ist doch eh lahm. Also bitte, ich bitte euch doch. Ja, obwohl, andererseits haben wir hier. Na gut, wir haben ja auch einen 32er. Ist halt die Frage, ist Glamrik besser? Ja, Glamrik ist besser. Guck mal, was für hohe Waffen und Rüstungen der tragen kann im Vergleich zu dem. Dann nehme ich vielleicht wirklich erstmal die andere Kämpferin raus. Aber das machen wir jetzt nicht. Bereit und los! Wir wollen ja jetzt weitermachen. Jetzt haben wir die Truhen geplündert. Jetzt speichern wir auch nochmal. Clockwork Quartz. Oh Gott, da haben wir die ewig vielen Speicherstände angelegt. Aber. War schon okay, wir haben es schon richtig gemacht da oben. Das mit der Entscheidung war übrigens doch nicht das da oben. Wurde mir jetzt auch in den Kommentaren gesagt, da kommt später nochmal eine Entscheidung. Das da oben macht man eigentlich immer richtig. Das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach, dass man gegen mehr Leute kämpft. Will ich da wirklich jetzt mit allen durch? Will ich das? Das frage ich euch, meine Damen und Herren. Was passiert denn, wenn ich da durchlaufe? Passiert da irgendwas Schlimmes? Moment, ich speichere nochmal. Wenn, Leute, nicht speichern. Wenn ich jetzt durchlaufe. Da. Och, jetzt hört auf, um mir abzuhauen. Ja, dann kommen Mumien. Alte Mumien. Okay. Aber ich glaube, bleibt nicht so, dass nur eine Mumie kommt. Wenn da alle durchlaufen, dann kommt halt meine ganze Schar, glaube ich, raus. Die Rune Ruhe befehlt. Boah, ist die Musik wieder laut, ey. Also auf meinem Ohr zumindest. Da habe ich immer das Gefühl, ich muss gegen anschreien. Angriff! So gehe er unter. Herr Mumerich, Dankeschön. Die Mumumie. Oh Gott. Also. Wollen wir links lang? Aha, wir wollen ja auch die Truhen haben. Okay, die Truhen holen wir uns auf jeden Fall mit dem Helden und der Rest. Vielleicht können wir das auch irgendwie deaktivieren. Ah, anscheinend sind diese Felder. Okay, nur die schwarzen. Ja, nur die schwarzen Felder kriegen Blitze. Das heißt, wenn wir uns von Feld zu Feld vorsichtig bewegen, kommen wir auf jeden Fall ans Ziel. Das ist schön. Das freut mir. Wir müssen Köpfchen beweisen. Oh, Eiswelle Stufe 18. Wie geil ist das denn? Wir haben aber noch nicht. Oder haben wir schon 18? Haben wir schon 18? Boah, wir haben sogar schon 19. Fuck, stimmt ja. Haha. Geil. Das nenne ich mal einen ordentlichen Fund. Wunderbar. Was? Was? So viel zu unserer Theorie.
Der Kopf scheißt einfach mal auf die Regeln. Achtung! Er köpft die Regeln. Lass mich in Ruhe, du blöde Mumie. Der Kopf macht nur die, wie es scheint, okay. Der scheint dann doch wieder die Schwarzen. Ich glaube, wir müssen die Köpfe jetzt wirklich im Vorhinein beobachten, weil manche machen jetzt doch auch auf die anderen Felder. Blöd. Dumm gelaufen, würde ich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Okay. Da können wir jetzt so durch. Da unten ist nichts. Ja, da ist nichts. Da wird eigentlich nichts passieren. Auf einmal. Jetzt. Irgendwo ein unsichtbarer Kopf, der gleich mal drauf zeigt. Okay, nochmal speichern, meine Damen und Herren. Okay, da macht die Schwarzen wieder. Oder? Ich habe da doch gerade vor kurzem schon eben was gesehen, dass da. Ja, so, ich hasse euch doch ein, war. Lasst mich in Ruhe. Kämpft! Mann, blöder Arschkopf. Willst du dich jetzt mal wieder umdrehen? Der macht auf alle, oder? Kann das sein? Der macht wirklich auf alle. Nö, der beobachtet mich jetzt die ganze Zeit. Der findet das einfach cool. Der hat Spaß dabei. Oder, ah nee, sobald er, oder? Ja, der wurde auch einmal aktiviert. Sobald so ein Ding einmal aktiviert wurde, ach so, dann kommt doch nicht mehr drauf. Dann ist es einfach deaktiviert. Das heißt, ich kann mir nicht natürlich auch hier einfach durchkämpfen. Oh nee, das war ja auch schon wieder so ein Ding. Oh, fuck. Nein, ich weiß, worin das endet. Ich weiß, worin das endet. Wisst ihr was, wir kämpfen uns jetzt hier einfach durch. Die Rune Ruhe Befehl. Weil ich misch dich früher oder später mit meinen Leuten sowieso hier durch. Und die paar Mumien sind jetzt nicht schlimm. Auf dem Weg. Auf geht's. Hä? Achso, da will er ja nicht. Zu euren Dienst, zu Befehl. Ich möchte alle Blitze weghaben, bitte. Jetzt die Mumie. Für die Rune. Ach, da war es doch auch so, dass alle leuchten mussten, oder? Ich glaube schon. Wie macht man das? Das werden wir dann wahrscheinlich sehen, wenn wir dort sind. Bereit. Müssen wir auf jeden Fall einen neuen Notizzettel bereithalten, wie es ausschaut. Na gut, während wir hier kämpfen, kann ich mir fast einen neuen mal abreißen. Zack. Wie gesagt, das sind solche ganz kleinen, so, ja, ganz winzig klein sind es jetzt auch nicht, aber die sind nicht groß. Das sind so diese Abreißzettel. Die man auf so einem Block hat. So einen ganz großen Block, der einfach mal so einen halben Meter, würde ich schon fast sagen, so 10 cm, 20 cm groß ist und dann reißt man die halt nacheinander ab. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich komme gerade echt nicht drauf, wie man diese Dinger nennt. Und los. Dabei ist es eigentlich was ziemlich Offensichtliches. Mir nach. Bringen wir es zu Ende. Mumienwächter? Okay, der ist schwächer. Der Mumienwächter ist schwächer als die normale Mumie. Dabei denkt man, die ist was Besonderes. Hinfort mit der Mumie. Mumie. Duell mit der Mumie. Ja. Na? Hier. Wow. So Zwergengestank kriegt ziemlich aufs Maul. Haben wir überhaupt unseren Priester mit seiner Aura aktiviert? Menschenskind, warum machst du das denn nicht? Warum sagst du mir nichts, du Kopf? So, dann können wir wenigstens hier immer ungestraft durch. Ja, bis da, aber ich glaube, in das Eck will keiner rein. Die Truhe hat sich auf jeden Fall gelohnt mit seiner tollen Eiswelle. War die beste Truhe bisher hier drin. Mal abgesehen von denen mit den Münzen, weil die Münzen brauchen wir, glaube ich, noch irgendwie. Auf mein Zeichen. Mumienwächter, ja. Auf mein Kommando. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier vielleicht sogar mal wieder zurückgehen irgendwann. Deswegen will ich gleich die Lichter weghaben. Die Lichter. Folgt mir. Wenn die bleiben würden, dann würde ich mich natürlich immer rumschleichen. Aber da die jetzt weggehen, dann mache ich es mir doch lieber gemütlich. Hab einmal den Stress jetzt mit durchhacken und dann kann ich immer ohne Probleme durchlaufen. Ja. Wie war das hier? Oh, nee. Oh, nee. Dieses kleine. Ich kann mich erinnern. Ich erinnere mich hier dran. Oh, das ist. Ihr könnt euch doch an die Schalterrätsel erinnern, die wir ganz am Anfang hatten. Jetzt stellt euch mal vor,
wie so ein Rätsel wäre, das was wir am Anfang hatten, was nicht mal so mega schwer war, wenn es irgendein Arschloch gibt, das da die ganze Zeit herummanipuliert. Auf mein Kommando. Ja, genau das passiert da nämlich. Da stehen wir hier drüben. Genau, und da drüben ist ein Sabitengeist, der einfach mal fröhlich irgendwelche Schalter umlegt. Geil, oder?